Mit 1. Mai ist es wieder soweit. Die Beschränkungen der Bundesregierung werden etwas gelockert und wir können unsere Angebote wieder eröffnen. Das heißt, die Tagesförderstätten, die Werkstätten, Teilhabe an Beschäftigung, aber auch unsere mobilen Angebote, teilweise auch die Freizeitassistenz kann wieder stattfinden. Gott sei Dank und alle Mitarbeiterinnen und ich, wir freuen uns schon unglaublich darauf, euch endlich wiederzusehen. Ganz gleich wie vor dem März, wie vor Corona, wird es jedoch nicht sein. Wir müssen ein paar Sachen beachten. Zum Beispiel sollten wir, wenn es geht, irgendwie Distanz wahren, das heißt 1 Meter, so sollte zwischen uns immer sein. Ist das nicht möglich, und das wird oft nicht möglich sein, muss man diesen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diesen Mund-Nasen-Schutz werden fast alle Mitarbeiterinnen tragen, die ganze Zeit. Und auch ihr werdet gebeten, den aufzusetzen, diesen Mund-Nasen-Schutz, wenn es halt für euch möglich ist. Und ihr bekommt den auch von uns zur Verfügung gestellt. Das ist mal ganz wichtig. Was auch wichtig ist, ist, dass wir nicht ganz gleich wie davor unsere Angebote ausfüllen werden. Es kann sein, dass manche Leute nur am Vormittag, manche nur am Nachmittag, manche Montag, Dienstag und manche Donnerstag, Freitag kommen können oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag, damit wir die Gruppen ein bisschen kleiner halten können. All das wird aber zwischen euch, den Mitarbeitern und den Leiterinnen und euren Angehörigen gut besprochen werden, sodass all eure Wünsche und Ziele gut in dieses Neue, in den Mai zumindest einmal mit einfließen können. Ich hoffe ja, dass wir es gut hinkriegen, dass wir ab Juni noch ein Stückchen normaler leben können. Aber wir müssen schon gut aufpassen. Also dieses Virus ist noch nicht weg. Und wenn man erkrankt, kann das ganz schlimme Folgen haben. Es gibt Leute, die vertragen das ganz leicht und sind auch nach ein paar Wochen wieder gesund und haben das überstanden. Aber es gibt Leute, die trifft es schon hart und das kann sehr, sehr gefährlich sein. Und da wollen wir bei der Lebenshilfe gut drauf aufpassen, dass es niemanden von euch, aber auch niemanden von den Mitarbeiterinnen erwischt. So hoffe ich auf einen klassen Mai mit euch. Ich freue mich sehr und ja, auf bald!